99 Luftballons auf ihrem Weg in den Frankfurter Himmel. Einer für jedes Jahr der wechselvollen Geschichte der kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges ins Leben gerufenen Goethe-Universität. Heute gehört die Hochschule zu den größten und drittmittelstärksten Universitäten Deutschlands. Wir sind eine Universität, die in gleicher Weise steht für gute Lehre, für gute Forschung. Wir bekennen uns zu beiden Dimensionen der Universität und wir haben darüber hinaus ein Element, das uns ganz besonders wichtig ist, nämlich die Translation. Wir wollen das, was in der Uni erforscht wird, erarbeitet wird, auch hinaustragen in die Gesellschaft. Und da ist für uns der erste Ansprechpartner natürlich die Rhein-Main-Region. Mit der Feier zum 99. Geburtstag wurde auch der Beginn der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 100-Jährigen im kommenden Jahr offiziell eingeläutet. Hier sind gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen geplant. Es beginnt im Januar mit dem Neujahrsempfang der Stadt Frankfurt, wo unser Präsident, Professor Müller-Esterl, der Festredner sein wird. Wir haben im Februar ein Jubiläumskonzert, das uns geschenkt wurde. Subin Mehta kommt mit einem Orchester aus Israel und schenkt der Universität einen schönen Abend, den wir in der Alten Oper verbringen werden. Und so wird es eine ganze Reihe von Veranstaltungen geben. Eine Festwoche hier am Campus Westend, eine Wissenschaftswoche am Campus Riedberg und natürlich unsere eigentliche Festveranstaltung im Oktober 2014 in der Paulskirche. Für die große Jubiläumsausstellung Wunderbare Dinge im Museum Giersch öffnet die Universität erstmals ihre Schatzkammern. Die spannendsten Exponate aus 40 wissenschaftshistorischen und künstlerischen Sammlungen sollen in einer aufwendigen Schau der Öffentlichkeit präsentiert werden. Nur eines von vielen Projekten, das die Lehrenden und Studierenden der Hochschule in Eigenregie durchführen. Wir haben sehr früh begonnen, die gesamte Universität zu mobilisieren. Wir haben mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen, in der Verwaltung viele Projekte aufgesetzt. Und diese Projekte tragen jetzt Früchte, werden im nächsten Jahr umgesetzt. Wir spüren ein Feuer der Begeisterung, das sich über alle Fachbereiche, über alle Einheiten der Universität sozusagen hinweg entzündet hat. Insgesamt stehen über 100 Veranstaltungen auf dem Programm. Detaillierte Informationen finden sich auf der Internetseite der Universität.